Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, neueste Folge Fallout 76. Er hat das nicht abgespeichert. Hier war der letzte Kontrollpunkt. Ja gut. Wir sind überladen. Wir sind überladen. Ja gut. Dann nehmen wir die hier. Die ist besser. Dann nehmen wir die hier weg. Und weg damit. Noch zwei Rüstung. Ja, die Rüstung. Also hier haben wir eine. Haben wir die noch hier drin? 15. Stimpack, wenn du getroffen wirst und deine Gesundheit. Automatisch. Na gut. Was wiegt denn das hier alles so? Das wiegt alles ganz ziemlich wenig. Ihr könnt meine Videos vor- und zurückspulen. Wir trinken erstmal was. Grüß dich. Zack. So. So, die Flaschen packen wir erstmal weg. So. Wunderbar. Ja, da müssen wir nochmal mit ihm quatschen. Man kann ja nicht mehr manuell speichern. Oder es ist abgespeichert. Ich glaube, das ist schon. Sprich mit Duchess. Das ist gar nicht mehr hier, ne? Einen Moment. Hier sind wir fertig mit Duchess. Ach so. Ja, wir haben uns nämlich entschieden, uns den anzuschließen hier. Ich meine, ihr könnt ja die letzte Folge schauen, aber das ist eine Story-Quest. Die gab es vor 3 Jahren noch nicht, wo ich das zu Release gespielt habe. Ja, und wir sollen den Schatz suchen. Wir können ja mal gucken, was hier jetzt steht. Also jetzt, ich glaube, so in die Sonne rein, lieber nicht. Ich habe jetzt mal ein bisschen... Ich bin mit dem Fernseher, mit meinem Fernseher vom PC-Modus in Spielemodus gewechselt. Und der hat hier mehr Helligkeit und das alles. Aber dafür ist die Optik jetzt auch besser. So, Auftragsjäger, sprich mit Duchess, lies den ja. Ich habe zugestimmt, Crane Schatz mit Roper zu teilen, damit er das Wayward in Ruhe lässt. Jetzt muss ich Duchess erzählen und hoffen, dass sie mir hilft, ihn zu finden. Ja, aber eigentlich wollten wir uns den hier anschließen, diesen Gesetzlosen. Freie Radikale nennen die sich. Ja gut, dann können wir natürlich reisen. Ja. Ja, und wir machen längere Folgen. Also so 1,5 Stunden ungefähr. Das ist zu viel Arbeit sonst. So lade ich ein Video hoch und sonst muss ich 4 Videos hochladen oder 3. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Diese Mission gab es früher gar nicht. Story-Mission mit echten NPCs.
Aber er will das anscheinend trotzdem hier in Ruhe lassen, das Wayward. Du bist zurück. Hast du es geschafft, diese Rüpel loszuwerden? Ich habe eine Abmachung mit ihm getroffen. Wir müssen ihm nur sagen, wo der Schatz ist. Oh, ist das alles? So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als ich dich um Hilfe gebeten habe. Jetzt bleibt uns wohl nichts übrig, als diesen Schatz zu finden. Genau. Gute Arbeit. Vielleicht können wir dir wirklich vertrauen. Vielleicht. Da wäre noch die Sache mit meinen vermissten Helfern. Die waren zuletzt hinter ein paar zwielichtigen Typen her. Kamen nicht zurück. Die beiden wissen sich zu wehren. Wenn sie so lange fort sind, muss etwas passiert sein. Finde sie. Dann fällt mir vielleicht ein bisschen was über Crane wieder ein. Mhm. Das hat sie uns vorenthalten. Klingen 100 Kronkorken gut für dich? Ja. Also, die erste vermisste Person heißt Polly. Sie trägt einen Sender, den du mit deinem Radio aufspüren kannst. Der zweite Vermisste nennt sich Saul. Die beiden sind wie Pech und Schwefel. Wenn du einen von ihnen findest, kann der andere nicht weit sein. Wenn ich sie wieder persönlich zusammenstauchen kann, wirst du dafür ordentlich belohnt. Keine Ahnung, aber dafür ist schließlich der Sender gut. Wenn du dein Radio auf ihre Frequenz stellst, solltest du sie anpeilen können. Ja, so ein kleines Ding direkt unter ihrer Hülle, falls sie mal abhanden kommt. Sagte ich, dass sie ein Kampfroboter ist? Aber sie ist freundlich gesinnt. Hab sie nach dem Kauf umprogrammiert. Sie wird dir also nichts tun. Es sei denn, ihre Kampfsperre ist im Arsch. Dann ist alles möglich. Saul hätte sich auch einen Sender einsetzen lassen können. Aber er hat abgelehnt. Das hat er nun davon. Sie werden die Verbrannten genannt. Unangenehme Gesellschaft. In jeder Hinsicht. Die Haut ist ganz wund und es wachsen Kristalle aus ihnen raus. Und sie kennen sich gut mit Knüppeln und Knarren aus. Also nimm dich auf jeden Fall in Acht vor ihnen. Kapiert? Danke. Pollys Senderfrequenz ist 99,7. Von der Station wurde Appalachia früher mit Jazz versorgt. Ich dachte mir, jemand sollte davon profitieren. Finde raus, was aus ihnen geworden ist, okay? Wenn ich neue Leute brauche, will ich die Alten nicht im Stich gelassen haben. Geil. ,7 Signal gefunden. Spieler. Um anzufangen, 4 Spieler müssen mitspielen. Okay, das ist neu. Moment. Wo, das kenne ich noch. Defense aktiv. Übung zur Liquidierung im Rahmen von Geheimoperationen der Defense Intelligence Agency. So ist das schon richtig, ne? Juliet, Alpha, Golf, Echo, November. Warte auf Anmeldung der erforderlichen Agentenanzahl.
So. Jage einen Spieler, während du selbst von einem anderen Spieler gejagt wirst. Juliet, Alpha, Golf, Echo, November. Frequenz aktiv. Übung zur Liquidierung im Rahmen von... Hier ist schon einer gewesen, ne? Defense Intelligence Agency eingeleitet. Juliet, Alpha, Golf, Echo, November. Kriegt man keine Milch von denen? Nö. Frequenz aktiv. Übung zur Liquidierung im Rahmen von Geheimoperationen der Defense. Nee, die müssen wir nochmal einstellen. Eingeleitet. Juliet, Alpha, Golf, Echo. Wie man das macht, weiß ich nicht. Das muss aus, ne? Sender einstellen. Nein. Das könnte jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und ich weiß nicht, welche Taste das ist. Steuerkreuz ist es alles nicht. Wir können das anders probieren. Gemeinsam sind wir stark. Stellen ein Pip-Boy-Radio auf das Sender... Sendersignal ein, um die Wachen aufzuspüren. So, ich glaube, jetzt ist es... Ach so, das ist das da oben nur weg. Ja, wie macht man denn das? Das ist jetzt die Frage. Sendersignal, ne? Y sind Skills, das ist falsch. So kann man das jetzt einstellen. Das ist jetzt echt schwer. Nein, wir können das anders. Ja, ich weiß nicht, wie das geht, meine lieben Freunde. Noch nicht. Und wir können jetzt hier eigentlich... Was ist das überhaupt? Ich bereite mich auf eine verdeckte Übung. Mir wird ein Ziel zugewiesen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall raus. Wir wollen nur das haben. So, und jetzt... Nee, man muss den Pip-Boy umstellen. Wenn man alles rausnimmt, hat sich da was verändert. Sender einstellen. Ja. Auf A. Ist das hier irgendeiner oder was? Frequenz aktiv. Auf das Sendersignal ein. Ja, Sendersignal. Das ist es auf... Das muss es sein. Ja. Ja, weil ich dachte, wir müssen den irgendwie drehen auf 99,7. Müssen wir aber nicht. So. Und dann machen wir mal... Ja, und nu? Auf der Karte oder was? Hier oder wie? Aha. Gut. Das müsste richtig sein. Ah, jetzt sind wir schon wieder überladen.
Haben wir was bekommen oder was? Irgendwas haben wir von ihr bekommen. Das sind jetzt 69. Bleischrott ist schwer, ne? Blei ist eigentlich schwer, aber nö. Legendäres Modul, das wollen wir alles behalten. Wir können aber auch was essen. Das hier, ne? Stärke. So, jetzt können wir mehr schleppen. Dann passt das erstmal. Mal gucken. Ja, passt. So. Die Koordinaten lauten 1814 2274. Naja. 4, 8. Wiederholung aktiv. Da ist schon was. Hinweisen auf den Verbleib von Duchess Wache. Großer Bereich. Hey! Ja. 35 Munition, das war gut. Ja, das kann ja jetzt natürlich überall sein. Also das muss da oben sein. Hat hier irgendeiner was bei sich? Verbrannten. Die Asche, ne? So. Gauli Bergwerk Produktionsprotokoll. Anmerkung des... Okay. Bergwerk, ja. Jetzt geht's in Dungeon. Oh, so cool. Wo ist er? Oh, der ist stark. Muss näher ran. Das
war ein Kopftreffer. Wir haben immer noch nicht so gut. Was ist das? Da ist noch einer. Der ist da oben, ne? Holen wir uns noch. Danach können wir hier in Ruhe looten. Von wird nicht mehr. Aber wir können immer noch entspannt laufen. Also rennen können wir nicht, aber gehen. Das reicht ja an und für sich auch. Wunderkleber, das ist bestimmt gut, ja. Kennt man ja noch von Fallout 4. War hier nicht noch ein roter? Da hinten war noch ein roter. Ja, wir nehmen lieber die Pumpgun, aber... Das sind 17 zu viel. Wie viel wiegt denn das Teil hier? 14. Ja, ich meine das... So, Raider-Rüstung, linkes Bein. Wir können uns ja noch besser... Das Brustteil, das ist auch Brust, ne? Aber das ist wesentlich besser hier. Dann kann das weg. Autostim, das kommt auch weg. So, jetzt geht das wieder. Mal gucken. Ah ne, hatte ich ja schon. Die Pump Action. Die ist besser. Die ist auch noch in gutem Zustand. Ach, das Jagdgewehr hat 3 Schuss. Moment. Das ist so. Ja, das ist ein anderes, ein kurzes. Aber es war nicht gut. Das nehmen wir auch weg. So, und die rüsten wir aus. Haben wir auch schön viel Munition. Na, Moment. Nicht, dass da jetzt gleich einer um die Ecke läuft. Mal eine Flippe machen. Schneidersitz. Wie spät ist das? 19:46 Uhr. Das ist gut von der Zeit alles. So. Bau. Wer kaut die Kohle ab? Dann brauchen wir bestimmt eine Spitzhacke. So. Ach, Fotomodus. Da gibt es eine Errungenschaft, wenn man genug Fotos macht. Ja? Spüllatten. Die haben alle ein Netz. Ach, hier ist noch eine Tür. Da werden wir so schnell nicht mehr reinkommen. Es gibt eine Errungenschaft für Level 100, ja, also das wird noch ein bisschen dauern. Ganz vergessen hier, oder? Ach so, okay. Spielzeug-Alien. Was ist das denn? Seife. Mit kann man verkaufen. Kohle, ja, das ist ja hier keine Kohle.
Das zeigt da ja auch alles an. Da wollen wir mal ein bisschen Gas geben. Die Folge geht ja schon ziemlich lange, dass wir mal ein bisschen vorwärts kommen. Den wollen wir natürlich looten. Wir kriegen immer viel Munition. Ja, die Shotgun ist eigentlich mit meine Lieblingswaffe. Richtige Spezialwaffen haben wir noch nicht bekommen. Ja, das habe ich gepusht. Wir haben schon 173. Wir verschießen weniger, als was wir bekommen. Da muss natürlich ein bisschen an den Gegner ran, ne? So. Okay. Was ist denn das hier? Event. Also das Spiel werden wir definitiv suchten. Das ist das neue Fallout. Ich meine, schon seit 3 Jahren, aber... Kopftreffer. Ja. Aber ihr seht, was sie wegreißen. Es ist definitiv schwieriger geworden als vor 3 Jahren. Das muss man. Das ist einfach so. Ich habe das auch zusammengespielt mit dem Digron, dem Meloka. Und ja, nicht nur, ich habe es auch alleine gespielt, aber wie gesagt, Keramik kann man immer gebrauchen. Ja, gibt es hier irgendwas Schönes zu looten? Bestimmt, ne? Gelber Kanister. Sensormodul. War das jetzt nicht so schwer? Wo Kupfer drin ist, weiß ich mittlerweile auch schon. Aluminium. Terpentin. Es gibt ein Lied von den bösen Onkels, das heißt Terpentin. Was ist das hier? Jagt sie hoch, Wiedergabe. Okay, Leute. Der Boss wollte, dass ich euch Anweisungen hinterlasse, da ihr die Mine anscheinend nicht ohne meine Hilfe betreiben könnt. Wir jagen hier heute alles hoch. Die Löcher sind gebohrt, also stopft das Dynamit hinein und macht es zündbereit. Sorgt dieses Mal dafür, dass alle weit genug weg sind. Tommy, Finger weg vom Auslöser, klar? Deinetwegen sind wir diesen Monat 2 Leute weniger. Was? Karl, du hast das Sagen. Versau es nicht. Nee, das ist mir zu schwer alles. Noch. Die Minen benutze ich sowieso nicht. Sag mal. Ach, hier geht's weiter. Genau so war das. Gucken. Hatten wir hier noch einen? Nee. Da hinten ist schon wieder der nächste. Oh, wir brauchen Stimpack. Wir können auch was essen. Essen müsste auch was bringen, ne? Berghonig. Erhöht sogar die Stärke. Das bringt gar nichts. Gegrillte Kakerlake. Bringt ein bisschen was. Die Stimpacks will ich mir nämlich aufbewahren. Ja, so macht man das. Das ist besser. Die Sichtweite ist krass, ey.
Da hinten ist treffsicher. Er kommt. Wir sind auch schlauer geworden, glaube ich, und besser geworden, die KI. Pump-Action. Das allererste Sahne. Wir kriegen dann auch immer Schrot. Genau das, was wir benutzen an Waffe, das kriegen wir dann auch. Aber wenn ich muss die Flippe mal ausmachen, so. Ist ja auch noch. Aha. Warum haben wir das Geld bekommen? Kohle. So. Jetzt haben wir eigentlich Suche im Bergwerk. Ich glaube, das ist gar nicht so weit mehr. Das ist das Blaue hier, ein blauer Kanister Kühlmittel. Das habe ich auch so noch nicht gespielt, ne? Du da! Nicht schießen! Ich bin friedlich! Okay. Hey! Hast du ein Stimpack? Ich habe Schmerzen. Oh, Gott sei Dank. Danke. Gut, dass es noch Menschen mit Herz gibt. Also, hat Duchess dich zur Rettung geschickt? Du Mutantenmeister? Ich bin der Weihnachtsmann und du warst in diesem Jahr sehr unartig und komm Knecht Ruprecht. Mich nicht mit Mutanten. Hat sie aber. Da redest du mit dem Falschen. Duchess ist bei uns für die Knete zuständig. Und hey, sie wird sich bestimmt erkenntlich zeigen, sobald wir zurückkehren. Diese Verbrannten haben die Bar ausgeraubt. Darum haben meine Robo-Schwester Polly und ich sie verfolgt. Um sie auszuräuchern. Aber ein paar von ihnen haben uns gesehen. Polly hat sie tiefer in die Mine getrieben. Ich hörte Kampfgeräusche, aber dann nichts. Sie muss verletzt sein. Bitte, du musst Polly finden. Sie darf nicht wegen mir. Bitte, finde sie einfach. Also, pass auf. Bring Polly gesund zu uns zurück, dann erzähle ich dir gerne unsere ganze gemeinsame Geschichte. Doch zuerst musst du sie retten. Tust du mir diesen Gefallen? Eiskalt, was? Duchess wird dich sicher bezahlen. Und jetzt mach dich lieber auf die Suche. Und bitte sag Polly, ja. Es tut mir leid, dass ich sie nicht retten konnte. Okidoki. Weiter geht's.
Wieder Schrot. Schrotmunition. Ist gefährlich, da können viele Gegner sein. Und mit mehreren. Mal anlocken. Oh, der ist schnell, du. Da ist zwei. Oh, der ist, die sind schlau, du siehst ja. 22 Schrotpatronen. Ach so, das ist. Das reißt nichts weg. Nehmen wir lieber ein Stimpak. So, und dann geht's jetzt aber ab hier. Blöd, Mann, du. Wo ist er? Gib mir langsam auf den Sack. Weiter war. Aber hier müssen wir uns noch ein bisschen umschauen. Den hatten wir gelootet. Ist hier etwa ein Fusionskern. Nee, ne? So, hier ist noch was. Serpentine war noch mit. Ach, dort ist noch eine Tür, ne? Haben wir nicht. Noch nicht. Da hinten kommt man doch rein, ne? Ne, kommt man nicht. Vielleicht kriegen wir hier irgendwo den Code. Mit auf dem Rückweg. Ich glaube, wir gehen nochmal hier außen rum. Hier liegt nichts. Kühlflüssigkeit. Rattengift. Speziell für Ratten. Aluminiumdosen, Blechdosen. Das kann man immer mitnehmen. Vor der Skill 1 haben wir noch nicht. Schlagring. Nee. Das sieht nicht so aus, als ob wir die Tastenkombination bekommen. Also haben dich diese Dinger nicht erwischt.
Hast du zufällig auf dem Weg hierher einen jungen Mann gesehen? Anfang 20, bisschen durch den Wind und mit einer extra Portion Blei im Körper? Na Moment, meine lieben Freunde, ich mache mal wieder eine Fluppe. Erstmal. So. So, können wir entspannt weiterzocken. Klar, er humpelt. Just in diesem Augenblick in Sicherheit. Hab ihn nicht gesehen. Er lebt? Gott sei Dank bin ich erleichtert. So, wie wär's, wenn wir uns gegenseitig helfen? Du bringst mich zurück zu Wayward und ich helfe dir, alles zu rüsten, was uns auf dem Weg nach draußen in die Quere kommt. Das hört sich gut an. Und bezahlst du mich auch für deine Rettung? Rösten, was meinst du damit? Was ist denn geschehen? Werde ich nicht. Aber unsere Chefin Duchess of Wayward ganz sicher. Beide jetzt rausrücken. Noch nie einen Aggressortron gesehen? Wahrscheinlich besser so. Die leuchtende rote Perle in meinem Gesicht unterstreicht nicht nur meine brillante Persönlichkeit. Sie ist auch zufällig ein Multi-Gigawatt-Laser. Oh. Gib mich mal hoch und dreh an meinen Halsservus. Dann schieße ich einen Laser ab, bei dem Oppenheimer zu beten anfinge. Geil. Also, sprengen wir den Saftladen? Den Saftladen. Eine geile Story-Mission, muss ich sagen. Diese Kristallviecher, eins zu viel. Denn, Psychics, die sind zwar widerlich, hässlich, dumm, mies angezogen, taktische Nieten und viel zu aufdringlich, aber haben vor überhaupt nichts Angst. Sind so viele auf mich losgegangen, dass es mir den Kopf abgerissen hat. Also Vorhang auf für meine aktuelle Zwickmühle. Also, hilfst du mir oder nicht? Na klar. Na klar, Pony. Perfekt. Also dann lass uns mal. Da bin ich ja mal gespannt. Hörst du das? Klingt, als ob sie sich neu formiert hätten. Wollen wir sie ihnen heimzahlen? Müssen wir das auf den Kopf setzen, oder was? Oh Gott sei Dank. Hab langsam Platzangst gekriegt. 60. Oh, 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 oh. Wie soll ich denn schießen damit? Das ging nicht. Scheiße. Ach, jetzt haben wir die Fusionszellen. Jetzt geht's los. Wer ist hier die Kellermaschine? Ja, wie kann man denn schießen damit? Scheiße. Das geht überhaupt nicht. Da geht gar nichts. Hau ab, Mensch. Wir gehen hier runter. Und jetzt hauen wir ab hier. Ja. Lösche die Verbrannten aus. Oh, Mensch, das geht nicht. Ich kann damit nicht schießen. Aber Moment, ich mach mal die Fluppe aus. Oh, aktiviert auf X. Die mussten nur auf X drücken. Wo soll ich das denn wissen? So lädt man den auf. Challenge abgeschlossen, geil. Geil, geil, geil. Oh. Allein. Alter, Alter. Ich kann jetzt sehen, Mensch. Ey. Oh. So brutal. So brennbar. Geil. Oh, der Meter ist aber weg hier. Jetzt muss man den aktivieren. Aber woher soll man das zuerst auch wissen? Geil. Das sind nur noch Asche, ne? Fusionszelle. Wir können ja die Waffe sogar... Aber das glaube ich nicht. Da
dass wir die behalten dürfen. Oder ist noch einer? Pulver. Sau. Instanzfortschritt. Aber es ist so geil, ey. Fusionszelle. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wo die anderen liegen. Das ist auch egal. Da sind noch mehr. Oder? Wollen wir mal sehen. Wir müssen erstmal was trinken. Fluppe anmachen. Doch, Nikotin. Da fällt mir was ein. Ich wollte für meine E-Zigarette mir neues Liquid kaufen. Ich habe einen Geekvape Akkuträger von Geekvape. Einen richtig stabilen, das ist, ich weiß nicht, wie er heißt. Aegis, glaube ich. Die Munition ist doch korrodiert. War zu nass in der Höhle. Kann dir jetzt nicht mehr helfen. Macht nichts. Wenn wir unsere Waffen benutzen können. Aber fliegt die mit uns mit oder ist sie auf unserem Kopf drauf? So. Wir können doch bestimmt dahin reisen, ne? Bestimmt eine Errungenschaft dafür. Und 100 Kronkorken sind auch gut. Und den blauen da, da haben wir auch einen Level geschafft. Gut. Mach diese Bastarde fertig. Endlich daheim. Aber wo ist unser Mädchen? Hast du Polly gefunden? Ach, den müssen wir aufziehen. Siehst du? Rüstung. Das ist ja geil. Kleidung. Ziehe Pollys Aggressorkopf. So. Oh Gott. Polly? Wow, du siehst nicht gerade gut aus, meine Liebe. Fühl mich auch nicht gut, Duchess. Nun, warum legst du sie nicht ab? Die Kanne sollte gehen. Da ist sie. Die Kanne sollte gehen, steck sie einfach da rein. Ziemlich eng geil hier. Jetzt
mal einen Screenshot. Geht das überhaupt nicht. Oh, Polly. Das ist alles meine Schuld. Nein, Solomon, hör auf. Das ist nicht... Duchess, hast du den vorher ausgeleert? Habe ich etwa... Nein, ganz bestimmt. Duchess? Kein Problem. Ich kann das beheben. In Summersville gibt es ein Robotergeschäft. Oh, wow. Solomon, du gehst nirgendwo hin. Bitte, verzeih die Frage. Aber besteht vielleicht die Möglichkeit, dass du uns hilfst? Es wird sich für dich lohnen. Finde diesen neuen Körper für Polly. Dann erzähle ich dir alles, was ich weiß über Crane und seinen Schatz. Bitte sag ja. Klar, ich werde ein Exemplar aufspüren. Wusstest du etwa die ganze Zeit, wo der Schatz ist? Was machen wir denn hier? Wo finde ich einen neuen Körper für Polly? Erwartest du, dass ich einen kompletten Aggressortron hierher schleppe? Solomon, hast du einen Vorschlag? Ja. Es gibt da dieses alte Robotergeschäft in Summersville. Duncan and Duncan. Die Besitzer haben es zugenagelt. Aber es gibt einen Weg hinein, wenn du weißt, wo du drücken musst. Mach dir darüber keinen Kopf. Saul, hast du noch einen von diesen Sendern? Befestige Sauls Sender an dem Körper. Meine Leute holen ihn dann, sobald es sicher ist. Okay. Schätzchen, es ist kompliziert. Ich erzähle dir alle blutigen Einzelheiten, wenn du uns hilfst. Auf jeden. Wunderbar, danke. Hier, der Ortungssender. Befestige den einfach an Pollys neuem Körper. Wir übernehmen den Rest. Cool. Und nimm das hier und bring es im Geschäft an. Lass es unverriegelt, damit wir den Körper später abholen können. Und stell sicher, dass er neuwertig ist. Kein Schaden, keine Umprogrammierung. Alles auf Fabrikeinstellung. Beim Transfer darf nichts schiefgehen. Ich wiederhole mich nur ungern, aber danke. Wenn du das erledigst, schulden wir dir echt was. So, meine lieben Freunde. Hier ist ein Kontrollpunkt erreicht. Und dann würde ich noch sagen, dass wir hier jetzt auch einen Break machen. Wir können natürlich... Wir haben hier was Neues bekommen. Hier. Volltech-Ressourcenpaket, Mittel. Na? Was haben wir bekommen? Ressourcenpaket. Es ist bloß die Frage, wie man darauf zugreifen kann. Oder sowas. Das weiß ich nämlich noch nicht. Level Up machen wir noch nicht. Untersuchen, reparieren. Ach so. Ja, dann würde ich sagen. Das wird doch, das war ein geiles Let's Play. Ich denke mal, dass ihr auf jeden Fall Bock drauf habt, zu wissen, wie das jetzt weitergeht. Vielleicht haben wir irgendwann auch Begleiter und so, das weiß ich noch nicht. Das Drawrang ist schon auf 6 gelevelt und wir haben nochmal 1000 Punkte dazu bekommen. Also wir steigen bald noch einen Rang auf Rang 7 schon. Ganz unten rechts sehen die 110 ist nicht gestiegen. Aber das wird auch noch steigen. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Fallout 76. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ja. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Und wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag.
bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.